So. Und jetzt die Frage. Die Brennstoffzellen fahren ja nach oben, weil ich die hier wegfahren lasse. Wie ich das Ganze dann organisiere? Erstens, weil die Fabrik hier unten ist gespiegelt, dass dann die Fließbänder, die nach oben fahren, weil die auf beiden Seiten sind, jeweils vom Uran und so weiter, dass die dann natürlich auch beidseitig beliefert und entliefert werden. Das soll natürlich alles funktionieren. Und Punkt 2, wo kommt die Station hin für das ganze Uran-Treibstoffzellenzeug? Wo packe ich die Dora hin? Und wo packe ich... Also ich muss ja noch den dicken Dora-Zug hinkriegen. Die Station dafür. Die ist ja auch nicht kurz, davon nicht vergessen. Habe ich eigentlich die Möglichkeit, jetzt schon Artilleriezüge zu machen? Ja, ne? Ich glaube schon. Wollen wir uns davon schon mal 100 Stück machen? Weil den Zug können wir uns ja eh schon mal bauen. Das ist ja im Prinzip eigentlich egal. Ist das so ein Einmal-Ding? Oder habe ich ihn vielleicht sogar schon gebaut? Ich weiß es gar nicht. Wenn, will ich einen E-Safe übersehen. Aber wir können mal gucken. Da ist übrigens ganz viel Landaufschüttung noch drin. Lol. Ich bezweifle, dass ich den gemacht habe, weil ich wüsste nicht wofür. Dann machen wir den jetzt einfach. 100 brauchen wir natürlich davon. Wir machen auch nur einen Zug, weil ein... Das ist halt die Dora, die rumfährt. Dann nehmen wir dann einmal die 4000 Stahlträger zu uns. Die haben wir hier. Das sind eigentlich prinzipiell alles. Die außer... Ja, warte, das ist ein bisschen doof jetzt gemacht. 1000, 2000, 3000... 600, 700, 800, 900. So, das sind jetzt 4000 Stahlträger. Der kann ja wieder arbeiten hier, ist ja gar kein Problem. Dann brauchen wir 1000 Zahnräder, auch das sollte gar kein Problem sein. Zack. 1000 Zahnräder, easy. Dann brauchen wir 2000 Schaltkreise, das sollte noch einfacher sein. So. 2000 Schaltkreise. Ich gucke immer nach rechts auf die Ex-Liste. Leute, aber ich hatte das hier stehen. Ja, 6400 Motoren. Das wird ein bisschen kompliziert. Ich meine, ich habe zwar hier Motoren irgendwo gespeichert. Ich weiß zwar gar nicht mehr wo, aber irgendwo habe ich dafür eine Kiste. Oder habe ich die nur lang geführt? Oh, ich hätte die nie in die Kiste gepackt. Ich hätte die nur nach unten geführt. Nee. Ha! Habt ihr die in der Kiste für gehabt? Hochtreibstoff? Wo geht denn der nochmal hin? Ach ja, stimmt, ich musste ja Strom machen. Ach nee, stimmt, es gab ja damals diesen Bug noch, ne? Ja, Strom müssen wir auch machen, bevor wir die Fabrik anschließen, ne? Oh, das wird so viel. Egal, kriegen wir es hin. Ich finde das. Ich hab da wieder echt Bock drauf, bin ich ehrlich. Ich hatte eigentlich nie den Bock verloren, ehrlich gesagt. Außer beim Vernichten der ganzen Aliens. Das war eine etwas nervige Phase zugegebenerweise. Ja, mit den Motoren ist jetzt ein bisschen eklig. Was machen wir einfach dann da als Kiste, würde ich sagen. So, ich mache natürlich dann auch ein paar Greifarme. Also wenn wir schon mal hier sind, ne? Nehmen wir uns eins die Greifarme kurz mit. Ist jetzt auch nicht so schlimm. Zack. Zack. Du brauchst Strom. Das dachte ich mir schon, Kumpel. Bitteschön. So, du kannst jetzt ein bisschen stacken, während du das machst. Können wir schon mal ganz kurz gucken. 1600 Rohre ist gar kein Problem. Ein Rohr ist nur ein Eisen. Also brauchen wir so gesehen 1600... Oh mein Gott, die gesamte Eisenproduktion wird benutzt? Krank.
krank. Naja, egal, wir gehen da trotzdem kurz rein. Wir stellen uns hier hin. 1600 brauchen wir davon, ne? Ja. Geht ja relativ fix eigentlich. 1000 haben wir. 100, 200, 300, 400, 500 und 600. Huch. Hab ich mich jetzt verdrückt auszusehen? Wie hab ich denn das gemacht jetzt? Hoppala. Keine Ahnung. Ist aber egal. Huch. Ach so. Ding ist das. Oh, welches Material nehmen denn darauf? Dann macht er die Produktion von diesem Item da rein. Das habe ich voll vergessen, dass das so geht. Ja, wait a second. Hey, jetzt bin ich komplett verwirrt. Warte mal. Also Stahl habe ich noch alles, aber Eisen ist jetzt irgendwie komplett RIP. Da haben wir jetzt 500, 1000, 1500, 1600. Das ganze Ding ist zu viel. Herr, war das nicht mit Shift? Ich habe irgendwie Steuerung instinktiv gedrückt. Nee, das war richtig. Ah, ich habe Rechtsklick gedrückt, ich Idiot. Ja, links und Rechtsklick, ganz ehrlich, bei so vielen Spielen ist das immer unterschiedlich. Ich sage, ich muss komplett wieder reinkommen. Schwierige Geschichte. Zahnräder habe ich jetzt immer massiv zu viel, witzigerweise. Weil brauche ich ja nur 1000. So, passt. Jetzt ist wieder alles in Ordnung. So, dann machen wir natürlich daraus natürlich 1600 Rohre. Viel Spaß. Wobei ich bestimmt auch irgendwo Rohre produziert habe, oder? Safe. Aber ist auch egal. Die Motoren sind schon mal hier. Leider bei Weitem nicht genug. Das ist nicht so schlimm. Wir machen einfach noch eine Kiste. Dann passt das. Cool. Und dann machen wir das Ganze ein bisschen schneller. Das speichern wir jetzt eben, weil ich bin damit sehr zufrieden. YouTube 2. Guckt euch das mal an. Das ist irgendwo. Da steht nicht das Datum. Schade. Oder? Nee. 1172. 1168, lol. 1172 und jetzt ist es. Acht Versionen später. Finde ich irgendwie ein bisschen witzig. Ja. Und ich könnte euch bei besten Willen nicht sagen, was die geändert haben in letzter Zeit. Weil damals kamen so viele Updates, aber ich glaube mittlerweile nicht mehr so viel gerade. Aber ich bin ganz ehrlich, ich habe eh noch so extrem enorm viel zu tun. Da ist auch jetzt mal gar kein Problem mit. Das passt schon. Boah, wenn die ganze Maschinerie funktioniert, ne? Ich bin so hyped einfach drauf, ne? Ist ja insane. Ich müsste dann noch irgendwann zu gucken, dass ich irgendwie Radare irgendwo reinbauen kann, dass sie die ganze Produktion auch sehen können. Das wird auch noch ein bisschen kompliziert. Weil sowas wie hier oben mit den ganzen Stationen so. Ist jetzt natürlich erstmal machbar, aber später lassen wir es vielleicht sein, weil es vielleicht nicht ganz so hübsch ist. Mit Mauern und Türmen hier ist ja eigentlich auch ein bisschen Quatsch. Wobei die sich natürlich auch selber versorgen können mit Strom. Das ist jetzt auch nicht so schlecht. Aber wir können mal gucken, wie wir es am besten machen. Weil so viel Sichtweite haben die auch nicht. Also gerade so eine große Anlage wie hier ist gar nicht mal so einfach dann abzudecken. Krass. Ja, ansonsten, hatte ich hier, glaube ich, nur die roten Schaltkreise, ne? Das heißt, da kommen die blauen auch noch drunter. Puh, das wird alles so kompliziert. Puh.
Ja, stark. Hätte ich mit rechnen können, bin ich ehrlich, aber selbst schuld. So. Weil 10 Stück braucht man davon mindestens, die den Zug dann ziehen. Macht es eigentlich auch Sinn, welche dahinter zu setzen, dass man so quasi 5 schiebende und 5 ziehende Züge machen? Nee, wenn einfach alle vorne dran, ne? Ja. Oder so mittendrin wäre vielleicht auch ganz witzig. Wobei, dann könnte es mit dem Tanken vielleicht ein bisschen schwierig werden, das umzusetzen. Na, wir machen einfach alle Lokomotiven vorne dran. Das ist schon okay. Oder? Ha. Finde ich dazu vielleicht irgendwas? Factorio. Locomotive in the middle of the train. Mal richtig dumm googeln. Can I have locomotives in the middle? Huch, wie sieht das denn jetzt gerade aus hier? Warte mal. Du hast einen mit 2 Waggons vorne, 2 Lokomotiven in der Mitte und 2 hinten. Das ist auch interessant. Du kannst Lokomotiven packen, wo du willst. But if the front most carriage is a cargo wagon rather than a locomotive, your train will be slower. Ja, okay, wie ist es, wenn ich 5 und 5 mache? Ach, wir machen einfach alle 10 vorne dran, dann ist es, glaube ich, besser, oder? Weil die Idee wäre jetzt halt gewesen, alle 10 Waggons dann quasi eine Lokomotive dazwischen zu setzen. Wäre eigentlich auch ganz witzig, ne? Naja. Okay, dann haben wir auf jeden Fall hier die ganzen Motoren. Dann nehmen wir mal alle. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 15. Wunderschön. Ja, da haben wir schon mal ein paar Züge zusammen auf jeden Fall. Artillerie-Waggon! Wir können aber trotzdem schon mal in der Theorie das Ganze durchgehen. Weil prinzipiell ist ja der eine Zug mit Munition und Artilleriegeschossen auf dem Weg, der dann quasi den Start für die Verteidigung, also die Startfließbands-Dingens dafür, weil es ist ja kein Rundfließband bei der Verteidigung. Also ich kann es als 1 bauen, aber es wird ja wahrscheinlich keins sein. Oder vielleicht machen wir es auch als 1, mal sehen. Aber im Endeffekt muss es ja irgendwo einen Anfang und ein Ende geben. Und es müsste die Station, die halt das Start dann, den Start markiert. Und das sollte gleichzeitig auch die Station sein, wo ich auch die Dora dann hinstelle, zum Beliefern. Einfach weil es natürlich Sinn macht, wenn das an der gleichen Stelle ist, weil der Zug ja beides beliefert dann. Während der Zug ganz unten... Was nochmal hat? Wofür ist denn der dritte Zug nochmal? Weil der oberste war für die Verteidigung zum... Mein Gott, ich werde wieder überhängen. Der oberste war für die Verteidigung zum beliefern. Das ist dieser Maximal-Train quasi. Oder war das einfach nur ein Zug für... Für was genau? Ach nee, das war unser Alles-Zug, ne? Genau, dieser Zug hat einfach jeden einzelnen Scheiß drin, den man in dieser Fabrik produzieren, der einzeln ist, genau. Das da unten war der Zug für die Verteidigung, der dann alles hat für die Verteidigungsmauer. Und das hier ist der Zug, der volle Artillerie-Munition und Munition ist. Also Artilleriegeschosse und Munition. Der beliefert dann nur die Dora und den Start des Fließbandes, genau. Dann war das oberste der, ich nenne es mal Random Train. Ich sage erstmal alles wieder hier ausfuchsen, du. Okay. Lass sie mich bitte... Junge, please. Wieso laufen die Motoren eigentlich so langsam? Was fehlt denn euch? Ach so, hoch ist das Problem. Wer ist nicht für die Rohre zuständig? Ihr, ne? Naja, das ist ja kein Wunder, dass es so lange dauert mit euch. Ja, Wahnsinn. Da kann ja auch nichts funktionieren. Allein die Maschinen sind ja schon lahmarschig. Gott, ich muss die Kisten nochmal sortieren hier. Hier ist alles wieder durcheinander. Weil so geht das Ganze natürlich hier nicht, ne? Bin ich hier ehrlich? Fuck, welche Kiste war das jetzt?
Ach komm, ist egal, einfach rein. So, und dann könnten wir noch mal ganz kurz gucken, was wir da Speed-Modul reinkriegen. Ich meine, warum denn nicht? Kostet ja quasi nichts. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ich meine, da passen mich jeweils 4 Stück rein. Jeweils 2 Stück ist aber auch okay. Dann geht die wenigstens ein bisschen Gas hier. Und dann viel Spaß. Die Rohre werden voll geschossen, mein Lord. Und dann sieht das Ganze so aus. Gleich müsste es hier oben voll laufen. Und es kommt sogar bis zur letzten Maschine an. Da noch nicht ganz so. Wobei, doch. Dann werden die Motoren jetzt wenigstens mal richtig rausgeballert hier. Schön. So. Ist fast fertig. Viele fehlen nicht mehr. Ach, guck mal, wie schnell es jetzt geht. Da waren jetzt wieder richtig schön viele drin. Einfach 200 Motoren in einer Kiste. Einfach so. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 74 haben wir schon. Schön. Komm, wie viele Motoren da rauskommen. Bonk, gong, gong, donk, 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 donk. Sehr, sehr schön. Das Geile ist, ich glaube, wir können den auch hier oben mit dran setzen, oder? Weil ich hatte ja hier die Zugstrecke, pass auf. Die Zugstrecke hat ja hier ihren Eingang. Du hast... Jetzt muss ich gerade selber nochmal ganz kurz gucken. Weil das sind ja, ist ja eine Viererlinie. Hier ist nur der Eisen-Input. Das da ist dann der Input für La Kupferde. Da ist der Input für logischerweise dann Kohle, Stein, Uran, Öl und Schwefelsäure. Das heißt also, wir haben jetzt hier Kupfer, Kohle, Stein, Uran, Öl und Schwefel. Und zwei Linien, die dann da nach hinten gehen. Das sind dann die hier. Weil dann haben wir hier die Hauptlinie, die theoretischerweise da langfahren kann. Ne? Jetzt natürlich wichtig. Ich würde hier natürlich jetzt gerne gucken, dass wir da noch irgendwie den Zug für die Uran-Dingens da bekommen. Und da muss natürlich zwangsweise auch die Station noch irgendwo hin für den dicken, fetten Zug. Aber ich weiß halt nicht, wie groß der ist. Deswegen bauen wir den jetzt gleich einfach mal hier drauf, auf dieser großen Linie. Und schauen mal, wie lang der tatsächlich wird, der Didora. Weil 100 Waggons ist jetzt nicht wenig, darf man nicht unterschätzen. Das ist schon ein ordentliches Stück. 9 Waggons fehlen noch. 8 noch. 7 noch. Leute, die Rohre sind sogar voll gelaufen. Geil. Ja, jetzt läuft die Produktion wenigstens ein bisschen schneller, du. So, die letzten 5 Waggons dann. So. Eine noch. Das war schon fast zu viel. So. Damit haben wir jetzt genau 100 Waggons. Easy. Huch. Was willst du da machen? Ach, greife mal da platziert. Ach so. Huch, 4 Stück gehen kaputt. Ja, gut, ne?